Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 17 Rating Prediction. Heute erstmals aus Malta, ich melde mich aus meinem Zimmer und ihr hört es am Hall und an der Qualität allgemein. Es ist hier nicht so nice zum Aufnehmen, aber trotzdem wird heute die nächste Episode geben. Es ist unglaublich heiß, deswegen beeile ich mich ein bisschen und lege direkt los. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Würde mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung sind Links zu IG Vault, Instagram, Facebook, Twitter und Snapchat. Boah, habe ich das lange nicht mehr gesagt. Und natürlich schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Welche Spieler ihr gerne hättet. Allerdings habe ich die nächsten Episoden schon teilweise vorproduziert. Von daher, ja, schreibt trotzdem rein. Ich werde es für die nächsten Episoden auf jeden Fall berücksichtigen, aber nicht für die nächsten drei, denn die sind bereits vorproduziert. Wir starten durch mit dem ersten Spieler für diese Episode und das ist Kingsley Coman vom FC Bayern München. Übrigens, diese Sounds im Hintergrund, das ist ganz normal. Hier ist es den ganzen Tag einfach an der Hauptstraße und es ist extrem laut, was die Autos angeht. Aber ich werde es hoffentlich in den nächsten Videos ein bisschen hinbekommen, aufzunehmen, wenn es ruhiger ist. Auch wenn das selbst nach der Fall ist. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ihr seht, Comans Card jetzt schon ein bisschen länger. 77er Rating dieses Jahr. Upgrade bekommen auf jeden Fall von 70, meine ich, auf 77 im Winter, linker Flügelspieler. Und er hat bei Bayern überzeugt, bei der EM überzeugt und hat dementsprechend sein Upgrade auf 79 verdient. 93 Tempo, 84 Dribbling, 74 Shooting und 72 Passen. Ihr seht die Upgrades partikulär nochmal aufgelistet auf der mittleren, ja, quasi Spalte. Und ich denke mal, das sieht nach einer sehr nice Karte aus. Die Forster-Skills werden auf jeden Fall kaum aktuell mit der 03. Allerdings denke ich mal, dass die 4 auf jeden Fall muss, denn eventuell irgendwann mal sogar 5. Momentan in meinen Augen noch nicht, aber das könnte auf jeden Fall noch passieren. Und dann haben wir auf jeden Fall einen richtig geilen französischen linken Flügelspieler. Irgendwie an irgendwen erinnert er mich. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Egal, wir kommen zum nächsten Spieler. Und auch dieser ist sehr, sehr interessant. Ein weiteres Talent, das gerade erst in die Bundesliga gewechselt ist. Und zwar ist das Alen Halilovic. Mittlerweile beim HSV von Sporting Gijón bzw. Barcelona gewechselt. Hat bei Gijón per Laie gespielt und geht jetzt zum Hamburger Sportverein. Bei Gijón gute Leistungen gebracht, auf jeden Fall. Barcelona Jugendspieler und die haben den bestimmt noch schweren Herzens ziehen lassen. Auch wenn er natürlich momentan noch nicht mit dem Iniesta und Co. konkurrieren kann. Aber auf jeden Fall ein nicer Spieler mit sehr, sehr guten Allround-Stats. Das Defensive geht ihm ein bisschen ab, aber in der Offensive ist er auf jeden Fall eine Bereicherung für den HSV. Er ist ein Talent, er hat noch auf jeden Fall einiges zu lernen, aber ich denke mal, er kann definitiv den Hanseaten helfen, die nächste Saison so ruhig wie möglich zu verleben. Die Stats sehen sehr gut aus, 78er Card habe ich für ihn predicted, 82 Tempo, 79 Passen und 80 Dribbling sind die, ja, Key-Stats, 68 Shooting und die beiden Füße und Defensive, die sind nicht so nice, aber ich denke mal trotzdem, dass man damit leben kann. Hamburg hat auf jeden Fall ein tierisches Talent verpflichtet, in FIFA den talentiertesten Spieler mit dem höchsten Potenzial, beziehungsweise ich glaube, mit dem höchsten Potenzial über einem Growth von 17 oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ein mega talentierten Spieler und damit haben sie alles richtig gemacht. Der nächste Spieler ist kein Talent mehr, aber auch er wird wahrscheinlich früher oder später noch wechseln und das ist Paul Pogba. Momentan bei Juventus Turin am Start, ich habe ihn jetzt zu Real Madrid predicted, was daran liegt, dass ich glaube, dass er doch nicht zu United geht, weil das dauert mir einfach schon zu lange und Madrid hat ja gesagt, nachdem André Gomez jetzt zu Barcelona gegangen ist, wir wollen Pogba doch haben und haben die Bemühungen nochmal intensiviert, deswegen denke ich, er geht dahin. 86er Rating dieses Jahr, gut EM gespielt, klasse Saison gespielt und dementsprechend denke ich, dass gerade wenn er zu einem der Top-Teams geht, EA nochmal sagen wird, ja, er muss im Rating auf jeden Fall nochmal zwei Schritte hoch und dementsprechend würde er dann auf 88 kommen. An sich ist 87 in meinen Augen auch okay, aber wir kennen EA und wir wissen, dass EA teilweise die Ratings ein bisschen overestimated und dementsprechend dann eine 88 für Pogba mit richtig genialen Werten. Also der würde wirklich nur höchstens zwei Informs brauchen, um auf alle Stats über 80 zu kommen. 76 Defending und 79 Tempo sind die einzigen darunter und mit 88 Dribbling und 88 Physis hat er sogar zwei, die relativ nah schon an den 90 dran sind. Dazu Forster Weakfoot, Forster Skills. Eventuell kommt er irgendwann nochmal auf die Falls. Das ist genau wie Coman, aber dafür muss er noch ein bisschen trickreicher werden und eigentlich sollte er an seiner Effektivität arbeiten als an den Tricks, aber ich denke mal, Pogba weiß schon ganz gut, was er macht und wird auf jeden Fall in Zukunft noch weiter in seine Potenzial steigen und der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten eventuell werden. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das glaubt. 88er Karte auf jeden Fall für FIFA 17. Wir kommen zur vierten Karte für diese Episode und das ist Noah Joel. Sarenren, Basé und Renren ist auf jeden Fall Programm. Leider Gottes hat er sich in der Vorbereitung verletzt und fällt erstmal einige Monate aus, aber trotzdem sieht die Karte auf jeden Fall stark aus. Silberkarte, 65er Rating, können wir auf 64 forschen, aber 65 habe ich jetzt einfach mal gesagt, auch ein bisschen mit Hannover 6 90 Objektivität, die nicht ganz vorhanden ist. 93 Tempo, das ist der Keystat. Natürlich 68 Dribbling, dann 59 Shooting, 63 Passen. Er hat einen guten Abschluss, allerdings naja, hat er in der Bundesliga noch nicht gezeigt. Das Passen dafür ein bisschen mehr. Hat ja ordentlich Vorlagen gemacht in seinen paar Einsätzen, die er in der Bundesliga hatte. Und hat, denke ich mal, auch überzeugt. Hat viele Interesse angezogen, beispielsweise von Hertha BSC und aus dem Ausland, aber seine Verletzung bremst ihn ein bisschen aus und dementsprechend bleibt er bei 96 und wird in der zweiten Liga hoffentlich noch weiter zu einem richtigen Topstar, zumindest aus Hannover-Verhältnissen, heranreifen. Ich bin gespannt, aber die Karte sieht nice aus. Leider wahrscheinlich nur zwei Sterne Skills.
Kann ich mir zumindest vorstellen, weil so trickreich ist er nicht, so gut ist sein Dribbling nicht, also seine Ballkontrolle. Aber nichtsdestotrotz eine ziemlich overpowerte Karte und wir sehen, was bei ihm so geht in der zweiten Liga, wenn er wieder ja, zurückkommen sollte. Und das wird so im November leider Gottes erst der Fall sein. Wir kommen zur letzten Karte und auch die hat in der letzten Saison einen richtig heftigen Sprung gemacht. Und zwar Jamie Vardy, Fußballgott von Leicester City. 75er Rating, das war sein Upgrade im Winter. Davor hatte er, glaube ich, eine 69er Karte, eine 70er Karte, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann ist er ausgerastet. Mit Leicester City überraschend Meister geworden und hat sich natürlich ein Upgrade verdient. Auch bei der EM überzeugt, mehr oder weniger. Auch wenn England natürlich nicht so stark war. Er hat in den Testspielen mit der englischen Nationalmannschaft auf jeden Fall eine gute Figur gemacht und auch allgemein für Leicester sehr gute Leistung gebracht. Arsenal wollte ihn haben. Er hat gesagt, ich bleibe meinem Verein treu und auch dafür bekommt er natürlich von mir das 81er Rating. Ich könnte mir sogar ein höheres Rating vorstellen, allerdings ist der Sprung einfach zu groß, deswegen bin ich bei 81 geblieben. Aber auch 82 und 83 wären für den Torschützenkönig der vergangenen Premier League Saison auf jeden Fall drin. Er hat klasse Leistungen gebracht. Er ist unfassbar stark in der Box, beziehungsweise auch außerhalb der Box. Er weiß, wo das Tor steht. Er hat einen Riecher und er ist einfach ein absolut kompletter Stürmer. Kopfball kann er auch einigermaßen, obwohl er relativ klein ist. Die physischen Werte sind sehr, sehr gut, wie ihr da seht, mit 82. Und ich denke mal, dass wir von dem noch einiges hören werden. Auch nächste Saison, auch wenn Leicester eventuell den Titel nicht wiederholen kann. Aber ein bisschen was von denen hören wird man. Und dementsprechend auch von Jamie Vardy Party. Grüße an dieser Stelle an Hansus. Ich habe mir deine letzten Videos natürlich an Hansus. Nein, an Badeschlappen. Ich habe mir die letzten Videos bei Fatal angeguckt. Solltet ihr auch machen. Auch da spielt Vardy wieder eine entscheidende Rolle. Gut, ich denke mal, das war's dann fast schon von dieser Prediction. Schreibt mir zu allen 5 Spielern eure Meinung in die Kommentare. Habe ich ein paar Spieler zu hoch bewertet, ein bisschen zu niedrig bewertet? Was denkt ihr, wo eventuell noch Stat Verbesserungen vorgenommen werden sollten. Ich bin interessiert daran, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ich habe eine Menge Zeit, die durchzulesen. Das nächste Video kommt jetzt irgendwann am Wochenende, wird ein Vlog sein und dann geht es am Montag weiter mit dem Bournemouth-Karrieremodus. Ich verabschiede mich aus dem heißen Malta, hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, wunderschönen Tag, wünsche ich euch an dieser Stelle noch und passt auf euch auf und nehmt mir nicht zu mit der Straße. Wie gesagt, nächstes Mal werde ich aufpassen, dass es nicht so schlimm ist. Aber es ist sehr schwer. Egal, bis zum nächsten Mal, haut rein, passt auf euch auf und ciao.